Ich wusste immer ganz klar, was es bedeutet, schwarz zu sein und was es bedeutet, weiß zu sein in der Gesellschaft, dass du, wenn du weiß bist, einfach besser angesehen bist und mehr Vorteile genießt. Und das ist eigentlich mein Leben lang schon in meinem Kopf. Ich bin Carlotta Nordide, bin 25 Jahre alt, wohne in Berlin und ich rudere in der deutschen Nationalmannschaft. Meine Mutter kommt aus Deutschland, mein Vater kommt aus Nigeria. Ich bin aufgewachsen in Hannover und da haben meine Eltern zusammen gewohnt, haben sich aber getrennt, als ich 5 war. Und dann bin ich so ein bisschen in 2 Haushalten aufgewachsen. Es waren schon 2 unterschiedliche Kulturen, Welten, die da so ein bisschen auch aufeinander getroffen sind. Also man hat schon kulturell gemerkt, Einflüsse aus Nigeria. Da ist es so, dass Kinder einfach mehr Respekt noch vor den älteren Personen hatten. Das, was die Eltern gesagt haben, einfach noch wichtiger war zum Beispiel. Wir waren sonntags immer in der Kirche. Das habe ich jetzt von meiner Mutter aus auch nicht gemacht und habe dann da so viel, ja, viel mitgenommen aus der nigerianischen Kultur auch. Meine Grundschulklasse war wirklich sehr divers und als ich dann in der 5. Klasse aufs Gymnasium kam, hat sich das eigentlich ziemlich stark verändert. Also da war der überwiegende Teil der Klasse weiß und ich war so ziemlich die einzig Schwarze. Ich habe mich selbst natürlich einfach nicht so wirklich repräsentiert gesehen. Und die Kinder da hatten irgendwie auch ganz andere Hobbys als das, was ich jetzt früher gemacht habe. Also viele haben Instrumente gespielt oder Sportarten, die ich selbst auch irgendwie noch gar nicht ausprobiert habe. So bin ich ja auch zum Rudern gekommen, also über die 5. Klasse da. Und da ist ein Lehrer durch die Klassen gegangen und hat gefragt, wer an der Ruder-AG teilnehmen möchte. Und ich habe gedacht, so, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Das ist nichts für mich, was soll das für ein Sport sein, weil ich irgendwie damit noch nie in Berührung gekommen bin. Aber meine ganzen Freundinnen hatten Lust auf die AG und haben mich dann sozusagen mitgeschleppt und dann war ich irgendwie ganz gut und bin dabei geblieben. Von selbst wäre ich, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, weil ich irgendwo noch nie Menschen wie mich beim Rudern gesehen habe. Und ich habe versucht, mich so gut wie möglich daran anzupassen, weil ich immer dazugehören wollte und nicht so wirklich anders wirken wollte. Und natürlich wurde von anderen Bezug auf mein Schwarzsein genommen und das war mir eigentlich immer super unangenehm, weil ich einfach nicht so aus der Masse herausstechen wollte. Und deswegen habe ich einfach versucht, so unauffällig wie möglich so mit dem Strom mitzuschwimmen und mich da so sehr anzupassen. Meine Hautfarbe, mein Schwarzsein, das wollte ich dann einfach loswerden, was irgendwie voll schlimm ist, weil es kann ja nicht sein, dass ich mich von meiner Hautfarbe trennen möchte, weil andere Leute damit nicht klarkommen. Ich glaube, ich habe versucht, die gleiche Kleidung zu tragen wie die anderen. Ich habe mir die gleichen Hobbys gesucht, habe aufgehört, zum Beispiel die Musik schwarzer KünstlerInnen zu hören und dann eher die zu hören, die auch meine Freundinnen gehört haben. Ich habe meinen Freundeskreis, also ich weiß nicht, ob es unterbewusst passiert ist, aber der ist super weiß geworden und bis heute auch so geblieben. Rassismus begegnet mir auch heute noch und auch immer noch, egal wo ich bin, sogar im Leistungssport. Und oft ist das von den Leuten, die sich dann so verhalten, nicht so gemeint, aber es hinterlässt Spuren. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr noch gehört, als es darum ging, was wir für Spiele spielen wollen in der Gruppe, so als lockere Zwischeneinheit, dass wir doch einfach Wer hat Angst vom schwarzen Mann spielen könnten. Und dann war ich einfach total perplex, weil das einfach eine super rassistische Bezeichnung ist und habe das auch angesprochen und dann wurde mir entgegnet,
dann können wir ja auch Wertangst vom weißen Mann spielen. Also da habe ich einfach gegen so eine Wand geredet und hatte eher das Gefühl, dass alle wieder genervt waren, dass ich das angesprochen habe. Aber es geht nicht, dass wir 2020 noch so weit sind, dass wir anfangen, solche Spiele spielen zu wollen. Es wurde auch mal gesagt, als ich als Juniorin die deutsche Meisterschaft gewonnen habe, von einem alten Trainer, dass er gar nicht wusste, dass N-Bezeichnung sowas auch kann oder können. Das ist schmerzhaft, das ist verletzend, das ist menschenverachtend. Und diese Beispiele, das sind jetzt nur zwei, zeigen einfach, dass es noch extrem viel zu tun gibt. Ja, also als Carlotta sich auch sehr intensiv mit dem Thema Rassismus beschäftigt hat und auch für sich selber vielleicht so ein bisschen einfach ihre Identität gefunden hat oder besser in der Gesellschaft einordnen konnte und auch vielleicht verstehen konnte, was natürlich auch oft sehr emotional anstrengend und schwierig war, war das extrem oft auch hier Thema in der Wohnung. Aber ich habe mich auch viel mit verschiedensten Büchern beschäftigt. Also da wurde ich halt als Weiße ganz oft angesprochen und kategorisiert. Und das war für mich extrem ungewohnt und komisch, weil ich glaube, ich konnte einfach ein Stück weit mehr verstehen, wie sich vielleicht einfach schwarze Menschen in Deutschland fühlen. Michi ist meine beste Freundin, meine Mitbewohnerin und hoffentlich meine Teampartnerin für die Olympischen Spiele. Unser gemeinsames Ziel ist es, im Doppelvierer zu sitzen. Michi war 2019 im Boot und ich war dieses Jahr im Boot. Und jetzt wollen wir einfach zeigen, dass wir zusammen in dieses Boot gehören. Und wie cool ist es bitte, mit seiner besten Freundin bei Olympia teilzunehmen. Also wir sind noch nicht nominiert, aber das ist einfach unser großes Ziel und dafür arbeiten wir täglich hart. Es kann natürlich auch passieren, dass wir nicht zusammen in das Boot kommen. Das wäre ziemlich blöd und ist auch hart. Wir können das schon von unserer Freundschaft trennen, weil klar, auf dem Papier sind wir Konkurrentinnen, aber am Ende wünschen wir auch der anderen Person nur das, dass sie das Beste erreicht. Und ich glaube, dass haben wir aber auch über die Jahre jetzt gelernt in unserer Freundschaft, dass wir eben nicht nur Freunde auf der einen Seite sind, sondern auch Konkurrentinnen. Aber dann gibt es natürlich immer mal wieder Phasen, wo es einem leichter fällt, so miteinander umzugehen und Phasen, wo es dann eben ein bisschen anstrengender ist, wenn es bei der einen jetzt gerade richtig gut läuft im Sport, bei der anderen nicht so gut. Aber trotzdem haben wir uns auch in diesen schwierigen Phasen nie aus den Augen verloren. Und ich glaube, wenn jetzt das große Ziel dann da ist, dann wird uns es auch niemals auseinanderbringen, wenn die eine es eben ins Boot schafft und die andere nicht. Nee, auf keinen Fall. Nee. Früher war Rudern für mich alles. Also das war der erste Sport, in dem ich richtig gut war und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich war super ehrgeizig und wollte in allem die Beste sein und ich glaube, deswegen bin ich auch so weit gekommen, wie ich es jetzt bin und das verändert sich natürlich auch manchmal ein bisschen. Also mir sind mittlerweile auch andere Sachen im Leben wichtig, aber nichtsdestotrotz möchte ich meinen Traum, die Olympischen Spiele, erreichen und gebe dafür alles. Ich würde sagen, dass sich mein Verhältnis zu meinem Schwarzsein sehr stark geändert hat jetzt in den letzten Jahren. Ich tausche mich einfach viel mehr darüber aus, was es überhaupt bedeutet. Ich lehne es nicht mehr ab, sondern schaue mir bewusst schwarze Stimmen wieder an und ich suche den Kontakt, ich suche Gespräche und möchte einfach diese Erfahrungen, die wir machen, laut hinaustragen. Also ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren, vor allem halt weiße Menschen. Ich war zum Beispiel auch noch nie in Nigeria, weil wir früher nie die finanziellen Mittel hatten. Jetzt fehlt mir die Zeit, aber das ist für mich persönlich, glaube ich, nochmal ein ganz großer und wichtiger Schritt, dass ich
quasi den anderen Teil meiner Herkunft einfach nochmal viel besser kennenlerne und mehr weiß, was mich auch ausmacht. Außerdem könnt ihr hier die nächste Folge sehen und da den Channel abonnieren. Und auf der ZDF-Mediathek gibt es jetzt schon neue Folgen.